Dauerschneefall in München seit 5 Uhr morgens, wurde geräumt und geschoben und letztlich konnte gespielt werden. 1860 gegen Zwickau, eine Partie mit Endspielcharakter für Michael Köllner nach zuletzt nur einem Pünktchen aus 5 Spielen. Aber seine Löwen hatten den Ernst der Lage begriffen. Deichmann auf Lakenmacher, beide neu in der Startformation. Da ist Holzhauser, sein erster Auftritt vor den eigenen Fans und dann braucht er nur 28 Sekunden, um erstmals zu knipsen. Kein Druck auf Deichmann, kein Druck auf Lakenmacher. Holzhauser hat Platz ohne Ende und lässt Brinkies keine Chance. Welch ein Auftakt für Holzhauser und 1860. Die Gäste aus Zwickau nach nur einem Sieg aus den letzten 10 Spielen unter Druck im Abstiegskampf. Sie waren um schnelle Antwort bemüht. Göbel mit der Hereingabe. Eichinger drückt den Ball über die Linie, aber der Treffer zählt nicht. Fahne geht hoch und die Löwen machen das Spiel schnell. Zwickau unkonzentriert in dieser Phase. Deichmann mit der Hereingabe. Löhmannsröhm mit dem Fehler. Und Lakenmacher trifft zum 2:0. Unmittelbar nach dem vermeintlichen Ausgleich für den FSV Zwickau, der nicht anerkannt wurde. Und das zu Recht. Ronny König in der verbotenen Zone geht zum Ball. Irritiert Marco Hiller deshalb zu Recht. Keine Anerkennung für diesen Treffer. Und dann nutzen die Löwen die Verwirrung sofort aus. Deichmann mit starkem Antritt, Löhmannsröben mit Katastrophenfehler und Lakenmacher sein Abschluss perfekt in den Winkel. Lakenmacher, der den Vorzug erhalten hatte vor Marcel Bär. 12. Minute, erster Wechsel bei Zwickau. Löhmannsröben musste runter. Stinksauer war der. Die Bande musste dran glauben. Und dann ging es schnurstracks ab in die Kabine. Hoppla, von Schrötter kam für ihn. Das Ganze verbunden mit Umstellung von Dreier- auf Viererkette. Zwickau fortan besser in der Partie. Und gefährlich nach Flanke Göbel war es wieder Eichinger mit der Torgelegenheit. Zwickau nach Katastrophenstart durchaus ordentlich im Spiel. Von den Löwen lange nichts zu sehen offensiv. Dann die 42. Minute und diese Traumkombination. Vrenetzi auf Kobi Lanski, das 3:0 für die Gastgeber. Drittes Saisontor für Kobi Lanski, weil sie auf Außen alles richtig machen. Kein Abseits und dann ist Zwickau wieder nicht gut sortiert. Die Probleme in der Innenverteidigung, die müssen sie schnellstmöglich abstellen beim FSV. Dreifachwechsel zur Pause. Gomez, Könnecke und Baumann kamen und meldeten sich sofort an in dieser Partie. Zwickau kam engagiert aus der Kabine. Göbel auf Jansen. Und der sieht Baumann. 56. Minute. Das 3:1. Und Zwickau wieder im Spiel. Drittes Saisontor für Baumann. Kein Abseits vom eingewechselten Stürmer. Hiller sieht nicht gut aus. Wenn er auf der Linie bleibt, muss er nur die Arme hochnehmen. So hat er keine Chance. Danach eine Menge Hektik und wenig Fußball im Stadion an der Grünwalder Straße. Erst Jansen gegen Holzhauser, dann wird Joe Enox geschubst, fordert dafür eine Bestrafung für die Löwenbank. Es ging heiß her, aber der FSV Zwickau schaffte es nicht, echte Offensivakzente zu setzen. Stattdessen die Löwen in der 78. Minute mit der Chance zur Entscheidung. Der eingewechselte Wörl verzieht, 18 Jahre jung, ein Talent für die Zukunft. Es blieb letztlich beim 3:1 Heimsieg. Ein erster Löwensieg nach 3 Monaten. So wichtig für 1860 und Michael Köllner. Es war sicherlich jetzt grundsätzlich viel Druck im Kessel. Umso erleichtert es mir natürlich als Mannschaft und als Verein, dass wir heute das Spiel gewonnen haben. Aber wenn man die heute sieht, Bedingungen waren schwierig. 50 Leute haben, glaube ich, knapp 50 Leute heute früh ab 5 Uhr alles getan, dass die Ränge frei sind, dass der Platz bespielbar ist. Und von dem her haben wir das natürlich, glaube ich, mit der furiosen ersten Halbzeit, glaube ich, dann das Spiel in die richtige Richtung bewegt. Uns fehlt halt wirklich die Konsequenz hinten im Moment. Wenn wir das nicht im Griff bekommen, dann kriegen wir halt Riesenprobleme. Der FSV Zwickau bleibt punktlos im neuen Jahr und hängt ganz tief unten drin. Die Löwen hingegen melden sich zurück im Kampf um Liga 2. Alle Spiele live, nur bei Magenta Sport.